Die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Minister Wissing, als Sie im Februar zum Antrittsbesuch bei uns im Ausschuss Digitales zu Gast waren, da fand ich, da haben Sie an vielen Stellen recht glaubhaft gemacht, dass Sie wirklich ernsthaft die Digitalisierung weiter schnell in Deutschland vorantreiben wollen. Wenn man sich jetzt dann die Eckpunkte im Haushalt aber so anschaut, dann stellen sich schon einem die Fragen, wo Sie eigentlich die Weichenstellungen dafür auch setzen. Sie haben sich mehrfach als Digitalminister bezeichnet und ein Digitalbudget angekündigt. Und jetzt, 100 Tage nachdem die Ampel regiert, müssen wir feststellen, dass Sie zwar das Namensschild an der Tür des Ministeriums ausgetauscht haben, aber ein wirkliches Digitalbudget gibt es eben noch nicht. Und die Ankündigung, dass Sie das im nächsten Jahr nachholen wollen, die ist unzureichend, Herr Minister. Und das ist eben etwas mehr Handbremse als Turbo. Und das lassen wir Ihnen auch nicht unbemerkt durchgehen. Die Mittel für die Digitalisierung in Ihrem Einzelplan, die muss man wirklich genau suchen. Wenn man jetzt mal von den Geldern absieht, die über das BMF aus der Ferne mitbewirtschaftet werden. Und es steht schon auch in einem krassen Widerspruch zu 23 Fachreferaten, die in Ihrem Haus im Organigramm gelistet werden. Das wirkt nach einem maximalen Anspruch, aber eben mit einer minimalen Unterfütterung. Und auch die digitalpolitischen Verhandlungen auf der EU-Ebene sollen ja durch Ihr Ministerium koordiniert werden. Das zumindest war ein weiteres Ziel von Ihnen. Wenn wir dann jetzt sehen, dass Deutschland bei den wichtigen Verhandlungen, die momentan auf EU-Ebene zum Thema KI-Regulierung stattfinden, Anfang des Jahres im Januar und im Februar praktisch abwesend war, dann muss ich sagen, ist auch dieser Anspruch, glaube ich, nicht entsprechend Rechnung getragen. Und ein weiterer Punkt treibt uns und die Menschen in diesem Land um. Stichwort weiße Flecken im Bereich Mobilfunk, wo jetzt weniger bezuschusst werden soll als im letzten Jahr. Und ja, auch hier haben Sie für die Weite Ziele formuliert. Wenn man die Gigabit-Strategie sieht, bis 2030 wollen Sie überall dort, wo die Menschen leben und arbeiten, den neuesten Mobilfunkstandard gewährleisten. Das unterstützen wir, aber die Weichen auch für das Jahr 2030, die werden eben nicht erst im Haushalt 2029 gestellt, sondern die stellt man eben auch schon heute. Und Sie vertrauen da sehr auf die Zusagen der Branche, auch auf ein Zutun der Länder. Und ich sage es mal so, wenn das so in der Abstimmung läuft wie in anderen Teilen, dann sehe ich da leider schwarz für die weißen Flecken. Dass Sie Ihre Ausbaupläne dann noch, es wurde schon erwähnt, zunächst mit den CEOs besprechen, statt mit dem Herz der Demokratie und auch dem Geldgeber, dem Deutschen Bundestag, das ist nicht nur uns sauer aufgestoßen, sondern auch vielen Parlamentariern in den Regierungsfraktionen. Herr Minister, wir fordern hier mehr Transparenz, aber vor allem auch einen Weitblick. Herzlichen Dank. Anja Tropfscher-Fazig spricht jetzt zu uns.